Willkommen zu Ostwind, Aris Ankunft auf der Nintendo Switch. Nachdem wir uns von der letzten etwas nervigen Mission seelisch erholt haben, sind wir jetzt Richtung Tinker geritten, denn wir sollen wieder mit der guten Tinker reden und wir befinden uns hier am Güterbahnhof und dort ist sie versteckt. Hier sehen wir sie und mal gucken, was sie uns zu erzählen hat. Hey Ari, gut, dass du hier bist. Ich habe erschreckende Neuigkeiten von Gut Kaltenbach. Mein Vater hat mir erzählt, dass Isabelle ein neues Pferd gekauft hat. Vermutlich, um Ostwind zu ersetzen. Sie will es wohl zu ihrem neuen Star machen. Aber das ist doch nicht so schlimm, oder? Vielleicht hat sie dann die Suche nach Ostwind aufgegeben. Und nach mir. Ari, verstehst du denn nicht? Die trainieren ein neues Pferd. Sie und dieser gruselige Pferdetrainer Tordur werden ihre grausamen Methoden bei diesem Pferd anwenden und versuchen, seinen Willen zu brechen. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Anscheinend wird das Pferd vom Tewstar-Zentrum zu irgendeinem Trainingsplatz transportiert. Wir müssen das arme Ding befreien. Weißt du, wo dieser Trainingsplatz ist? Nein, aber du solltest sie eigentlich problemlos finden können. Sie werden das Pferd mit einem Pferdeanhänger transportieren. Sollte leicht zu erkennen sein, wenn du in der Gegend bist. Aber sei vorsichtig. Die suchen immer noch nach dir und Ostwind. Vielleicht solltest du dich von den Hauptstraßen fernhalten und dich verstecken. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Das Ziel ist, reite zum Trainingsplatz und sei vorsichtig. So, da haben wir den guten Ostwind geparkt. So, mitten im Gewässer. Das war ja auch nicht gerade sehr freundlich von mir. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir müssen hier hin und von den Hauptstraßen fernhalten. Das heißt, ich werde mich, ich zeige euch das mal grob, ihr seht ja hier meinen Cursor, immer hier so am Rand bewegen. Ich denke mal, das sollte doch funktionieren. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Macht nichts. Dann steigen wir wieder rauf. Und dann geht's jetzt mal los. Was ich jetzt mal herausgefunden habe, man kann mit Pfeil und Bogen auch ganz problemlos während des Reitens schießen und auch sehr gut treffen, weil es gibt einen Zeitlupen-Modus, nenne ich den mal. Ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt hier den Bogen aktiviere und den machen wir gleich. Ich will erstmal hier an dem Waggon vorbeireiten. Und ich jetzt den Knopf drücke, ZR, zum Bogen spannen und ich halt gedrückt, seht ihr, dann ist hier alles in Zeitlupe. Und dann kann ich viel, viel besser zielen. Aber das habe ich nur durch einen Zufall herausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob mir das bei diesem Spiel gesagt wurde, weil das wäre ja schon eine wichtige Information. Weil ich habe mir hier schon so gedacht, irgendwie muss es doch möglich sein, auch Sachen abzuschießen, während ich selbst reite. Und dann habe ich so ein bisschen ausprobiert und dann habe ich das durch einen ganz, ganz dummen Zufall herausgefunden. So, jetzt heißt es erstmal aufpassen und zum Trainingsplatz reiten. Wie gesagt, ich bleibe hier so weit wie es geht am Rand. Ich hoffe, das genügt uns dann als Sicherheit und Schutz. Wir werden es sehen. So, da ist ein Tunnel, da geht's bestimmt nicht lang. Ich guck mal eben auf die Karte. Ja, genau, ich reite hier weiter geradeaus. Also sofern das funktioniert. Und dann hoffen wir mal, dass wir nicht von irgendeinem erwischt werden. Ich muss immer zwischendurch mal auf die Karte gucken, weil ich will ja, wie gesagt, so nah wie es geht links am Rand bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so notwendig ist, aber ich werde es mal so machen. Aber ein schöner Heißluftballon. So, jetzt hat sich da links oben gerade bei Sei vorsichtig ein Haken gesetzt. Das heißt, ich denke mal, da war so die erste, ja, ich nenne es mal Barriere. Oder der erste Verfolger. Ich muss jetzt ein bisschen hier hin. Genau. So, also ich werde es in Zukunft so machen. Ich werde dann schon mal
wenn die Mission soweit zu Ende sind, ich muss zum nächsten Punkt reiten, schon mal größtenteils dorthin reiten. Dann haben wir die 5 Minuten, 10 Minuten wieder ein bisschen gespart. Dann kann ich für manche Missionen ein, zwei Versuche mehr euch zeigen, weil, wie ich schon sagte, ich will ja nicht zu viel Versuche machen, weil das wird ja auch irgendwann mal langweilig und dann werden auch die Videos zu lang. Muss mal gerade gucken, dass ich hier mich nicht verfranze. So. Ja, genau, jetzt bin ich wieder hier unten. Das war auch mein Ziel. So. Komme ich denn hier runter? Ne, hier komme ich gar nicht runter. Ich muss hier runter. Immer ein bisschen die Augen von links nach rechts so ein bisschen, weil hier könnten ja irgendwo die Leute sein, die uns suchen. Also sprich die Polizei. Hier haben wir wieder eine Bahngleise. Bestimmt da wieder ein Tunnel. Ja, da ist wieder ein Tunnel. So, genau. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Hier ein bisschen nach links. Weil das sei vorsichtig links oben hat sich noch nicht aktualisiert mit einem grünen Haken. Das heißt, hier muss ja noch irgendwo etwas sein. Und deswegen sind wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Ich reite mal ein bisschen weiter hier rüber. So, da hat sich der Haken gesetzt, okay. Aber wir haben immer noch ein Sei vorsichtig. Jetzt sind wir hier da unten. Aber ich muss hier gleich nach rechts rüber. Da habe ich ja keine andere Wahl. Müssen halt nur aufpassen, dass da niemand ist. Ach so, da sind wir ja schon. Das ist ja der Trainingsplatz. Genau, und da muss ich jetzt irgendwie drauf kommen. Ich weiß nur nicht wo. Ich reite einfach mal. Ja, da ist nirgendwo was. Okay, ich reite einfach mal hier rechts weiter. Und lass auch gleich mal den guten Ostwind irgendwo stehen. So, jetzt haben wir's. Sei vorsichtig. Und jetzt suche den Pferdeanhänger. Okay. Ich werde gleich den Ostwind mal irgendwo abstellen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob hier irgendwelche Leute rumlaufen, aber ich glaube eher nicht. Wo können wir den Ostwind denn gleich mal parken, wo er uns auch nicht irgendwo festhängt? Dann machen wir den Rest gleich mal zu Fuß. Ich gucke mal gerade. Da hinten sind Anhänger. Da reiten wir mal zuerst hin. Aber wie komme ich denn da hin? Weil ich denke mal, da oben auf der Karte sind die ganzen Pferdeanhänger, die wir wahrscheinlich durchgucken müssen. So, jetzt gucken wir mal. Da sind drei Stück. Die werden wir uns mal angucken. Und dann sehen wir mal weiter. So. Hier steige ich mal ab. Und dann schauen wir mal. Aber hier scheint auch kein Mensch zu sein, okay? Ach, die kann ich mir alle angucken. Okay, dann fangen wir jetzt mit der goldenen Mitte an. Nein. Okay, der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Aber hier sind doch Spuren. Naja. Wie? Kann ich da irgendwas machen? Ja, das ist ein Punkt, tatsächlich. Schau dir das mal an, Ostwind. Die ganzen Pferdeanhänger tragen das neue Kaltenbach-Logo. Die müssen Isabel gehören. Und einer von ihnen fehlt. Meinst du, das war Isabels Anhänger?
Ich auch. Und hier führen Reifenspuren weg. Folgen wir denen besser mal, komm. Vielleicht sollten wir Detektive werden. Was meinst du, Ari? Nicht bei meinem polizeilichen Führungszeugnis. Okay, und jetzt, denke ich mal, folge den Reifenspuren. Genau, folge den Reifenspuren. Und dann, sehen wir mal weiter. Wir reiten mal ein bisschen schneller. Mal sehen, wo uns diese Spuren hinführen. Bisher, noch den offiziellen Weg, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal so abseits der Straße lang reiten werden. Wir wissen ja nicht, was die Isabelle mit dem fremden Pferd vorhat. Ich denke aber nichts Gutes. Also bisher muss ich sagen, außer jetzt diese eine Mission, die ich ein bisschen sehr anstrengend fand, weil die auch viel zu lang war, gefällt mir bisher das Spiel sehr, sehr gut. Einmal optisch und spielerisch eigentlich auch. Ich komme auch immer besser mit dem Ostwind klar. Am Anfang habe ich ja so ein bisschen meine Probleme gehabt, den guten Ostwind zu reiten. Aber mittlerweile geht's. Irgendwo ist hier ein Schild. Ach, okay, das... Dies. Rechts oben seht ihr das, 160 Meter. Oh, ich muss hier rein. Aber das Werbeschild, das entfernt sich immer mehr. Man kann auch irgendwann mal nur mal eine Mission machen, wo man nur mal diese Werbeschilder sucht und kaputt macht. Aber eigentlich habe ich momentan mehr Lust auf die Story an sich, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir haben jetzt schon wieder eine recht lange Folge mit, glaube ich, schon guten 12 Minuten. Wir werden noch diesen Pferdeanhänger suchen, wenn wir ihn finden sollten. Und dann werden wir die Aufnahme beenden, vermute ich mal. Ich weiß ja nicht, was hier noch passiert. Vielleicht müssen wir auch gleich den Pferdeanhänger einholen oder so. Ich weiß es ja nicht. Wir werden uns mal überraschen lassen. So, hier geht's erstmal geradeaus. Ich kann mal ein bisschen schneller reiten. Ja, ich bin mal gespannt, wo diese Spur hinführt. Ich kann ja mal auf der Karte gucken. Hier oben sind wir jetzt und wir haben hier angefangen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht Richtung Gut Kaltenbach, aber da hätten wir ja schon längst links runter gemusst. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Aber wir können ja auch nicht links runter, hier ist eine Schallschutzwand. Ach doch, es geht tatsächlich links runter. Was haben wir denn da? Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Und da ist der Anhänger. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal fangen wir genau hier wieder an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.